So einfach ist das nicht. Ärmere Menschen zahlen einen geringeren Beitrag, der deutlich günstiger ist als der Preis für das jetzige Sozialticket. Im aktuellen System überlegen es sich ärmere Menschen nämlich dreimal, ob sie sich Bus und Bahn überhaupt leisten können. Doch mit fahrscheinfreiem Nahverkehr erhält jeder Zugang zur Mobilität und damit zu sozialer Teilhabe. Das ist gerecht.